Geschätzte Kolleginnen und Kollegen und Interessierte, mein Name ist Dietmar Thum. Ich möchte Ihnen zusammen mit meinem Kollegen Professor Matthias Becker die erste Weiterbildung zur ophthalmologischen medizinischen Praxisassistentin bzw. Assistenten näher bringen. Hierbei handelt es sich um ein standardisiertes Ausbildungsprogramm für Mitarbeiterinnen in ophthalmologischen Einrichtungen. Der Kurs bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, nach erfolgreichem Abschluss die unterschiedlichsten Aufgaben in einer Augenpraxis oder Augenklinik zu übernehmen. Auch ich begrüße Sie zu unserer kurzen Vorstellung einer tollen Initiative der Swiss Academy of Ophthalmology. Mein Name ist Matthias Becker und ich leite die Augenklinik am Stadtspital Trimli in Zürich. Gerne gebe ich Ihnen weitere Details mit auf den Weg. Der Kurs eignet sich für Mitarbeitende, welche bereits in einer Augenarztpraxis oder Augenklinik arbeiten, ihr Wissen aber gerne erweitern und ihr Können vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Kurs an Personen, welche bereits eine Grundausbildung in einem medizinischen oder paramedizinischen Beruf erworben haben, sich aber für die Mitarbeit in einem ophthalmologischen Betrieb interessieren oder bereits eine Praktikumsstelle haben. Die Weiterbildung ist erwachsenengerecht. Das heißt, das Vorgehen ist transparent, es wird teilnehmer- und ressourcenorientiert gearbeitet. Der Kurs ist praxis- und transferorientiert. Die Teilnehmenden werden zur konkreten ophthalmologischen Praxisassistenz hingeführt. Der Kurs vermittelt das gesamte Anforderungsprofil mit Grundlagenwissen und erweiterten Skills. Die Aufgaben von ophthalmologischen medizinischen Praxisassistentinnen und Assistenten sind administrativ, koordinativ, triageorientiert, assistierend und ergänzend, instruierend und unterstützend. Der Kurs wird in Kombination mit einer Praktikumsstelle oder einer bereits bestehenden Anstellung in einer ophthalmologischen Einrichtung durchgeführt. Der Theorieunterricht findet in den Unterrichtsräumen des Trimli-Spitals statt. Die Transferlektionen werden an unterschiedlichen Einrichtungen mit den entsprechenden Geräten und Instrumenten durchgeführt. In den nächsten Monaten werden wir Ihnen weitere Details zum Unterrichtsplan des SOMPA-Kurses mitteilen können, der voraussichtlich im Oktober 2021 beginnen wird. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns über Ihre Anmeldung auf unserer Website.